Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Wir sind wieder am Start und zwar mit der letzten Episode für die komplette Saison 2015 und 2016. Torhüter des Turniers wurde bekannt gegeben, ist Samuel Radlinger geworden. Unser Keeper ist also der beste Keeper der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Und heute geht's noch darum, ziehen wir ein in die Europa League oder scheitern wir erneut am FC Bayern München. Im letzten Spiel der Bundesliga-Saison haben wir ja eine bittere, da war nicht Niederlage, aber bittere Punktverluste erlitten und dementsprechend sind wir nicht über den Liga-Pokal, beziehungsweise Liga-Wettbewerb direkt in die Euroleague eingezogen. Das Ganze soll sich jetzt ändern. Es wird eine schwierige Partie, ist gar keine Frage. Gerade im Pokal, ja, gibt es aber nochmal die Möglichkeit, denn er hat seine eigenen Regeln und Bayern ist zwar stark, aber wir haben auch da zu dieser Zeit relativ gut gespielt, haben 0-0 rausgeht, so hatten die besseren Chancen und ich denke mal, heute ist auf jeden Fall was drin. Ich bin gespannt, wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Wir gehen heute noch weiter und zwar gehen wir heute noch in die nächste Saison rein, mal sehen, ja, mit was für einem Budget, mal sehen, mit welchen Grundvoraussetzungen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare jetzt schon schreiben, was ihr für Transfers für sinnvoll erachtet, aber ich werde in der nächsten Episode schon mal ein bisschen was machen, was das angeht, von daher seid nicht zu voreilig, ich habe da schon einen gewissen Plan ausgearbeitet, nachdem es ungefähr laufen soll. Aber wie gesagt, ihr könnt ja gerne Anregungen und so weiter in die Kommentare schreiben. Ich rede heute auch ein bisschen langsamer, zumindest jetzt nochmal sehen, wie ich das gleich im Spiel schaffe. Ich denke mal, es ist ganz klar, dass es nicht so einfach ist, denn wir spielen gegen Bayern im Pokal. Und es ist Pokalfinale. Dementsprechend eine sehr emotionale Geschichte für mich als Hannoveraner, als Hannover-Fan vor allem auch in diesem Karrieremodus. Wir sehen uns gleich wieder. Ich wünsche euch viel Spaß. Hannover 96 gegen den FC Bayern München, das Pokalfinale 2016 im Olympiastadion und beide Mannschaften natürlich heute darauf aus, den Pott mit nach Hause zu nehmen. Hannover mit einer ganz besonderen Partie für den Verein, denn in der Liga hat es ja nicht gereicht, durch das letzte Spiel sich zu qualifizieren für die Europa League. Heute war es möglich, gegen Dortmund mit 1-0 sich durchgesetzt, während Bayern ja den Weg, den wir auf der linken Seite sich mit 2-0 gegen Wolfsburg durchgesetzt hatte im Halbfinale. Beide Teams bisher in der Saison, naja, einmal unentschieden gespielt gegeneinander und einmal hat der FC Bayern gewonnen mit 2-1 und das war kurz vor der Winterpause. Seitdem ist einiges passiert in Hannover, aber auch in München. Arjen Robben mittlerweile 32 Jahre alt, stand heute in der Startelf für Niederländer. Natürlich weiß man mittlerweile um die Stärke von Hannover 96 und schickt eine richtig starke Hälfte auf den Rasen, aber auch bei Hannover weiß man um die Wichtigkeit dieses Spiels und dementsprechend auch bei den 96ern die beste Elf aufgeboten. Bei den Bayern im Tor Neuer davor, Rafinha, Bartstuber, Mehdi Benatia und Juan Bernat auf der Linksverteidigerposition davor, Philipp Lahm zusammen mit Thiago Alcantara und Arturo Vidal, Franck Ribéry, Arjen Robben und Thomas Müller komplettierten die Offensive des Rekordmeisters, der natürlich auch der Rekordpokalsieger ist und diesen heute wieder mit nach Hause nehmen möchte. Bei Hannover Radlinger davor Bakuna, Marcelo und Salif Sané auf der Linksverteidigerposition, Oliver Sorg auf der 6, Leroy Föhr, dann davor Ivar Fossum zusammen mit Uffe Becher, Alberto Snack, Alain Saint-Maxima und Charlison Bench auf den Niederländer. Vorne in der Sturmspitze sollte natürlich gerade die Innenverteidiger Bartstuber und Benatia beschäftigen. Benatia wurde reingebracht und zwar einfach aus seiner ja, physischen Hinsicht, beziehungsweise dank seiner physischen Aspekte, die bei ihm auch noch deutlich ausgeprägter sind als bei einigen anderen bayerischen Innenverteidigern. Neuer sah sich also in einem sehr starken und formstarken Stürmer gegenüber. Die Fans waren richtig froh, dass diese Partie stattfand. Dietmar Schönlebe pfiff das Ganze dann an und damit starten wir rein ins Pokalfinale der Saison 2016 und wir starten mit der ersten Chance der Partie und die gab es, naja, auf Seiten von Hannover. Allerdings sehen wir hier, das ist abgepfiffen und allgemein gab es in der Anfangsphase relativ viele Szenen, die gegen Hannover gepfiffen wurden. Auch hier Benchop mit der Balleroberung und auch hier wird das Ganze abgepfiffen. Bisschen seltsam. Dementsprechend braucht Hannover ein bisschen, bis nach 11 Minuten die erste gefährliche Flanke in den 16er segelte, aber Neuer mit beiden Fäusten da und wehrt diesen Ball relativ solide und souverän ab. Dann kam der FC Bayern mal erstmals gefährlich nach vorne und fand seinen Weg in die Offensive. Thomas Müller auf Arjen Robben, der schöne Schussversuch und Vidal kommt nicht mehr ganz ran. Der Nachschuss von Franck Ribéry, aber Radlinger ist da. Es sah direkt mal gefährlich aus, wenn die Männer in Rot auf das Tor des Österreichers zuliefen. Auf der anderen Seite versucht es Hannover teilweise mal über Konter nach vorne zu kommen. Rosnack auf den, ja, mit aufgerückten Ivar Fossum, der macht das da an sich gut. Die Flanke auf den zweiten Pfosten kommt aber nicht an. Trotzdem bleibt Hannover am Ball und setzt die Münchner weiter unter Druck. Sorg mit dem Ball auf Leroy Föhr, der setzt sich da durch gegen Thiago. Dann der Ball auf Ivar Fossum, der mit dem Doppelpass bzw. indirekten Doppelpass mit Benchop und jetzt mit Leroy Föhr, der den Ball in die Spitze spielt. Der Norweger setzt sich durch gegen Rafinha, klasse gemacht. Der Ball in den 16er, aber Bartstuber hat geahnt
und dementsprechend, ja, kommt Rusnak auch im zweiten Versuch nicht an den Ball ran. Bei Bayern ging das Ganze ein bisschen schnörkelloser, direkter, und zwar mit dem Schussversuch hier von Alcantara, allerdings wieder nicht so gefährlich, und dann der große Schock auf Seiten von Hannover. Spielmacher Albert Rusnak musste raus, hat sich hier den Knöchel verstaucht, fällt länger aus, dementsprechend wechselte man und brachte Jerry Mbakogo, einen weiteren Stürmer. Es ging noch nicht so viel in der Offensive, deswegen wurde jetzt Tempo gebracht, Benchop eine Position zurückgezogen und der Nigerianer sollte direkt im Fokus stehen. Bayern auf der anderen Seite mit der Chance über Arturo Vidal, wunderbare Parade von Radlinger, klasse gemacht, und dann gab es einen Freistoß für die Münchner. Bartschuber und Robben stehen da, abgelegt, und Thiago verliert den Ball hier gegen Sam Maxima, der erobert den sich und spielt auf Jerry Mbakogo, und der Junge, der ist einfach schnell und hat jetzt ganz viel Platz. Benatia kommt nicht ganz ran, die Grätsche ins Leere, Jerry Mbakogo im 16er gegen Manuel Neuer, er behält die Nerven. 1:0 Hannover 96, Nachspielzeit der ersten Halbzeit, und die Männer aus der Landeshauptstadt Niedersachsens führen im Pokalfinale. Was für ein Einstand für den eingewechselten Jerry Mbakogo, ist genau das, was MGT vor der Partie gesagt hatte. Wir müssen die Chancen nutzen, die sich uns ergeben, und das war die Größe der bisherigen Partie, und die nutzt der Nigerianer viel zu schnell mit diesem Konter für die Defensive der Bayern. Natürlich der schnellste Mann auf dem Platz, und Neuer ist dann auch chancenlos. Also die Führung für Hannover, und damit ging es dann auch in die Pause. Die Fans der Hannoveraner natürlich vollkommen in Ekstase versetzt, und das zu Recht, denn ihre Mannschaft hatte bisher klasse gekämpft, defensiv solide gestanden, offensiv einiges versucht und war sogar teilweise verdient hier in Führung, und im zweiten Durchgang wollten sie diesen Eindruck natürlich bestätigen, spielten weiter nach vorne. Hier der Ballverlust von Sam Maxima, und dann ist Robben frei durch Radlinger mit der klasse Parade, gerade nochmal so verhindert, dass der Niederländer hier sein nächstes Tor macht in seinem eventuell letzten Spiel für die Bayern. Er versuchte es aber weiter. Freistoß nach knapp 64 Minuten. Der wird gefährlich, aber Makogu köpft den Ball da selber aus der Gefahrenzone. Nein, es war Salif Sané, der den Ball da rausgeköpft hatte. Ganze noch nicht vorbei. Mario Götze nochmal im Zusammenspiel mit Lahm raus auf Bernhard. Das war sehr stark aus Kuna mit einem wunderbaren Einsatz. Bringt den Ball sogar nicht mal zur Ecke, sondern nur zum Einwurf und klärt die Situation dann letztendlich ganz. 69. Minute wieder mal Hannover als Konterangriff vorne. Das ist Jerry Mbakogu. Klasse gespielt auf Ivar Fossum. Der legt zurück. Das ist Uffe Bech. Neuer ist da. Nochmal Bech. Die Latte ist da. Es blieb beim 0:1. Hannover verschenkt eventuell den Matchball. Der Däne bringt den Ball nicht am Welttorwart vorbei. Und dann kam Ivar Fossum mit diesem Foul gegen Franck Ribéry. Kurz vor der 16er kann der Norweger wird zu Recht verwarnt für dieses Foul am Franzosen. Und wieder eine sehr gute Position für Arjen Robben. Der Freistoßspezialist der Bayern, der Niederländer, holt sich wieder einen ran. Aber macht es natürlich wieder alleine. Bakuna auf der Linie, ist egal, 1:1. Was für ein Freistoß. Arjen Robben bringt den Ball im Kasten unter mit Hilfe der Latte. Radlinger komplett chancenlos. Das war klasse gemacht vom Niederländer, kann man nichts gegen sagen. Der Ball eisekalt versenkt und dementsprechend der Ausgleichstreffer für die Bayern. Hannover ließ sich gar nicht erst zurückstrecken. Brachte Erdinç und brachte natürlich auch Felix Klaus. Das ist Erdinç Zusammenspiel mit Ivar Fossum und der geht in den 16er und der macht es alleine und der macht das Tor. 2:1, 81. Minute. Hannover wieder in Führung durch den Norweger, der gerade noch den Freistoß verursacht hatte und hier seinen Fehler wieder gut macht. Klasse Zusammenspiel von Erdinç und dem norwegischen U21-Nationalspieler und der Abschluss ist trocken. Niemand ist bei ihm, die Abwehr aufgerückt, Abseitsfalle nicht aufgegangen und zack führt Hannover wieder und sie spielten das Ganze jetzt souverän runter. Bayern kam überhaupt nicht mehr nach vorne. Das ist Jerry Mbakogo, versucht nochmal mit einer Flanke in die Mitte. Uffe Bech nicht kopfballstark, kommt da nicht ran, aber Bayern kriegt den Ball gar nicht so richtig raus aus der Defensive. Dann der Ball auf Vidal. Der spielt nochmal einen weiter, aber das war im Endeffekt vollkommen egal, denn die Partie war vorbei. Hannover 96 schafft das Wunder und gewinnt gegen den FC Bayern München das Pokalfinale. Sie schaffen es, sie ziehen in die Euroleague. Die Spieler teilweise ungläubig. Felix Klaus eingewechselt, hat in der Nachspielzeit noch mitgeholfen, den Sieg über die Zeit zu bringen. Mevlüt Erdinç mit der Torvorlage, Ivar Fossum, der selber erst alles kaputt gemacht zu haben schien, aber im Endeffekt selber das Tor erzielte, was Hannover den Weg in die Euroleague ebnet und natürlich zum ersten Pokalsieg 1992, damals noch mit Pokalheld Sivas, heute mit Pokalhelden Jerry Mbakogu und mit Ivar Fossum. Was für eine Mannschaftsleistung, vollkommen zu Recht heißt der DFB-Pokalsieger der Saison 2015-2016 Hannover 96.
Ach, wäre das schön, wenn ich das wirklich sagen könnte. Pokalsieger 2015-2016 Hannover 96, aber es ist mir egal, denn im Karrieremodus sind wir es geworden. Wir haben es geschafft, gegen den FCB zu bestehen und wir haben es tatsächlich geschafft, in die Euroleague einzuziehen. Damit was für eine Energieleistung zum Ende hin, absolut bombastisch. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, es tut mir unendlich leid, aber ich habe vergessen, euch die Leistungsdaten der einzelnen Spieler zu zeigen. Da denke ich normalerweise eigentlich immer dran. In der Situation habe ich hier nicht dran gedacht. Es tut mir wirklich leid, aber ich bin das gewohnt von meinem eigenen Karrieremodus, wenn ich eine neue Saison gehe und dann vergesse ich das teilweise mal. Ist aber auch nicht so spannend, weil allgemein sind die Leistungsdaten nicht so krass, außer die eventuell von Radlinger, der wirklich kaum Gegentore kassiert hat. Aber ansonsten war, glaube ich, Benchop mit 7 oder 8 Treffern unser bester Torschütze. Vorlagen und so hatten wir auch nicht so viele, also macht euch da keine Gedanken. Da habt ihr nicht wirklich was gemacht. Nächste Saison mache ich es auf jeden Fall zur Halbserie und auch am Ende der Saison. Das kann ich jetzt schon mal versprechen und ich hoffe, dass wir die Saison genauso souverän über die Bühne bringen wie diese hier. Natürlich wäre es schön, wenn wir am Ende nicht ganz so viel Dramatik hätten und wenn wir einfach so einziehen würden in die Europa League, wenn wir es einfach so schaffen würden, aber überhaupt das Ganze der Fall sein wird. Das ist erstmal noch eine ganze Weile entfernt. 34 Spieltage, um genau zu sein, denn wie gesagt, wir müssen erstmal in die neue Saison reingehen und haben dafür schon mal ein paar Scout-Berichte. Ich glaube, in der Episode passe ich sogar teilweise noch ein bisschen die Scout-Berichte an. Ich suche unter anderem nach neuen Innenverteidiger. Ich kann euch die Pläne schon mal so ein bisschen mitteilen. Natürlich möchte ich einerseits den Kader nochmal verstärken für die Euroleague. Auf der anderen Seite muss ich ihn aber auch ausmisten, denn ganz ehrlich, Freunde, auch wenn Alain Saint-Maximin zu gehen scheint nach dem einen Jahr Leihe, natürlich wollen wir ihn zurückverpflichten, ob wir das schaffen, ist halt die große Frage, ob Monaco die wieder abgeben wird, so wie der sich entwickelt hat. Die Sache ist trotzdem, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, natürlich haben wir in manchen Positionen einfach auch zu viele Spieler. Zum Beispiel im Sturm. Wir haben da Erdinsch, wir haben Bakogu, wir haben Soberg und wir haben Benchop. Das sind 4 Spieler. Dazu kommt jetzt noch Kokorin und das für eine Position. Das ist deutlich zu viel. Dementsprechend müssen wir da auf jeden Fall ausdünnen. Auf den Flügeln haben wir auch auf der rechten Seite jetzt Bech und Bangura. Auf der linken Seite Rusnak und natürlich noch Alain Saint-Maximin, wenn wir ihn halten können. In der Zentrale haben wir jetzt Joan Gourcuff oder auch Rusnak oder auch Föhr. Auf der 6 haben wir Ivar Fossum, wir haben dazu noch beispielsweise einen Schmiedebach, einen Andreasen, einen Gülselam, einen Sané, das ist alles nicht so einfach, muss man ganz ehrlich mal sagen und dementsprechend müssen wir da auf jeden Fall gucken, was wir machen. Auf der 10 dürfen wir ja nicht vergessen, ist Gourcuff halt gesetzt, normalerweise zumindest ist ja ablösefrei jetzt gekommen, kann aber auch auf der 8 spielen, habe ich schon nachgeguckt, ist ganz gut. Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, Sakai muss weg, wir haben rechts Bakuna und Johansson, links haben wir Prip, Albonos und theoretisch auch noch Sorg, also da sind wir auf jeden Fall, ja, versorgt. Innenverteidigung, das ist eine Position, auf der ich auf jeden Fall ein bisschen nachlegen will, weil sind wir mal ganz ehrlich, wir haben da bisher Maya Yoshida, wir haben dazu natürlich noch Marcelo, wir haben dazu noch Felipe, den wir aber abgeben möchten, wir haben Hoffmann und wir haben Sané, der theoretisch spielen kann, aber an sich ist da auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Wir haben auch schon ein paar Spieler gescoutet, unter anderem Ragnar Klavan oder auch beispielsweise Virgil van Dijk und da wir in die Euroleague gehen, wären vielleicht solche Spieler gar nicht mal so schlecht. Wir haben zudem relativ viele Niederländer bereits im Kader mit Bakuna, mit Benchop, mit Leroy Föhr und natürlich jetzt auch mit unserem neuen theoretischen Innenverteidiger Virgil van Dijk. Mal sehen, ob wir das machen. Ich bin gespannt, was ich da tun werde. Auch Rusnak kam ja aus den Niederlanden, von daher können die sich schon alle verständigen und das wäre dementsprechend relativ realistisch beziehungsweise ganz gut. Beispielsweise bei Newcastle, das ist ja auch lange Zeit geklappt mit den Franzosen oder bei anderen Vereinen mit Spaniern, mit Engländern und so weiter und so fort. Bei Bayern beispielsweise mit Spaniern oder bei, wen haben wir denn noch? Irgendwie auch ein bisschen bei Chelsea mit Spaniern oder Brasilianern. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall werden wir da mal gucken, was wir machen. Und ich denke mal, das wird schon irgendwie ganz gut funktionieren. An sich im Tor haben wir keinen Bedarf. Radlinger und Nadi, Königsmann als allergrößter Notnagel ist auch noch da. Also das ist, denke ich mal, vollkommen in Ordnung, wenn wir so lassen. Vielleicht verstärken wir uns im Sturm nochmal ein bisschen. Wir haben von außen auch noch Karaman, der auch noch im Sturm spielen kann. Ich habe geplant, dass ich Erdinsch abgebe und Soberg abgebe. Benchop soll ganz gerne bleiben, genauso wie auch Jerry Mbakogo als Joker, beziehungsweise auch, weil die Zehner spielen können, beziehungsweise Benchop Zehner spielen kann, wäre das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Karaman möchte ich gerne abgeben. Ich möchte dazu Klaus noch verleihen. Ich möchte im Idealfall auch den Kollegen Benchop verleihen. Ich glaube, ich zumindest, dass ich auf der Leitliste gesetzt habe. Ich habe einiges vor und was genau sehen wir auf jeden Fall in den nächsten Episoden. Ich freue mich auf die neue Saison, ich freue mich auf die Vorbereitung, ich freue mich auf die Erweiterung und Verbesserung des Kaders, die auf jeden Fall nötig ist. Denn, Freunde, wir haben es geschafft, wir haben den Pokal gewonnen und spielen dementsprechend nächste Saison 2016, 2017 international. Und mit dieser Saison, beziehungsweise der Vorbereitung, die ihr hier gerade schon seht, mit der fangen wir direkt in der nächsten Episode an. Ich gucke jetzt natürlich gerade nochmal nach, weil wir es gerade schon gesehen haben. Saint-Maximin ist weg und den wollen wir natürlich zurückholen. Und zum Glück steht der Transfer ist möglich, 2,5 Millionen. Den Marktwert bieten wir also. Mal sehen, ob das Ganze von Monaco angenommen wird und ob wir unseren kleinen Alan wieder zurückbekommen. Aber das werden wir erst in der nächsten Episode sehen. Auch Scouts werden wir dann verpflichten. Ich freue mich, wenn ihr euch drauf freut. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao. Haut rein und ciao.